Das können wir aber auch für die Gleichungen nutzen. Wie? Das schauen wir uns jetzt an. Damit man es besser sieht. Ich kann mit dem zum Beispiel abmessen. Muss man es da mal schieben. Da sehe ich natürlich sofort, wenn ich genau misse, die Länge von dem Blattl ist gleich 297 mm. Ja, hätten wir doch schon was. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Länge ist 297 mm. Ja, was können wir jetzt damit machen? Ich habe da zum Beispiel die Negative, aus denen ich die Fotos mache. Und wenn ich mir das anschaue, so ein Streifen ist 22,7 cm lang. Und wenn man sich das da so anschaut, das ist jetzt mal keine Tafel, ein Bild und noch 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 ein Bild. Die haben alle eine bestimmte Länge. Ich nehme da den Zwischenraum dazu. Da hätte ich also die Länge von einem Bild, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist, haben wir gesagt, 22,5. Also x plus x plus x plus x plus x plus x. Das sind 6x sind gleich 22,5 cm. Und wenn ich jetzt wissen will, wie lang ist denn ein so ein Bild mit dem Zwischenraum, dann habe ich hier meine Gleichung. Und wir erinnern uns hoffentlich spätestens jetzt dran. Wir haben da immer so einen Gedankenstrich gemacht, so als Erinnerung, das müssen wir jetzt links und rechts vom Ist-Gleichzeichen machen. Ich will ja ein x wissen, da steht mit unserem unsichtbaren Mal 6 mal x. Machen wir das Gegenteil, dividiert durch 6. Na, 6 dividiert durch 6 ist 1 und ein x schreibe ich jetzt nochmal so her. Und das muss ich auf der rechten Seite auch machen. 22,5 dividiert durch 6. Das heißt, 3,75 cm mm. Und wenn sich jetzt jemand gerade gefragt hat, wieso hat er denn das jetzt in Millimeter umgewandelt, dann hat das rein fototechnische Gründe. Weil die Negative sind 24 mm breit und 36 mm lang und man nennt die also mit Millimeter 24 mal 36. Da können wir jetzt gleich noch eine Gleichung aufstellen. Wenn ich nämlich habe, diese 37,5 weniger wie viel ist das 36, von dem ich geredet habe? Und wenn das also da steht, dann müssen wir uns natürlich wieder Gedanken machen, wie tue ich da jetzt, wenn ich ein x haben will, ich muss also schauen, dass alle Zahlen auf einer Seite sind und alle x auf der anderen Seite. Welche Seiten ist eigentlich egal. Normalerweise würde ich jetzt fragen, sucht euch eine Seite aus. Dann kommt nichts. Eh klar beim Video. Ich würde jetzt sagen, ich mache die komplizierte Variante, ich möchte das x links haben und die Zahlen rechts. Da steht, wir wissen es, plus 37,5. Machen wir minus 37,5. Und zwar jetzt links und rechts. 37,5 minus 37,5 ist 0. Damit ist das weg. Übrig bleiben tut mir da das minus x. Und auf der rechten Seite 36 minus 37,5, das ist minus 1,5.
Ich wollte aber nicht wissen, was minus x ist, sondern was plus x ist. Und den Kniff, den merkt ihr euch jetzt ganz einfach. Ich tue das mit mal minus 1 multiplizieren. Weil das haben wir auch schon gelernt und da hat auch schon jemand einmal gefragt, für was brauchen wir denn das? Für so etwas. Minus mal minus ergibt plus. X mal 1 ist x. Minus mal minus ergibt plus. 1 mal 1,5 ist 1,5. Und als mathematische Faulpelze wissen wir, das Plus lassen wir weg. In unserem Fall waren das Millimeter. Und dann schaut es so aus. So kann man also ein Minus x um ein Plus x umwandeln, indem man es mit minus 1 multipliziert. Jetzt wissen wir also, dass diese Stege da dazwischen 1,5 mm breit sind.